Was einen guten Koch ausmacht, Persönlichkeit und Kreativität. Das Konzept ist, im Grunde zwei Bereiche abzudenken. Das ist einmal der vegane Bereich so und den halt wirklich mit Liebe zu machen und irgendwie adäquaten Fleischersatz zu liefern sozusagen. Andererseits halt Fleisch und Burger und so zu perfektionieren. Und dieses Konzept gab es ja vorher auch noch nicht so. Es gab halt ein, zwei vegane Läden oder Restaurants in Hamburg, die auch wirklich gut sind. Und es gibt natürlich viele Restaurants, wo es Fleisch gibt, so. Aber so dieses Bindeglied gibt es halt nicht so. Und so kann halt jeder Freundeskreis geschlossen essen gehen. So, ne? Es wird halt keinem was aufgezwungen. Jeder kann essen, was er will. Hier wird alles getrennt und so wie es sich gehört. So. Also, hier läuft man auf jeden Fall nicht Gefahr, irgendwie mit Fleisch kontaminierte Lebensmittel irgendwie zu kriegen. So. Also es ist wirklich vegan ist vegan, Fleisch ist Fleisch, so, alles separate Bretter und Messer und da passt mir sehr auf. So. Wir haben eine Kooperation mit dem Fleischer, die bauen uns unser Hack sozusagen jeden Tag frisch nach Bedarf zusammen. Den Fettgehalt haben wir mit denen erarbeitet. Ist halt auch Bio-Qualität bzw. Bio-Fleisch, also nicht Qualität, das war jetzt falsch gesagt. Ne? Das ist halt Bio-Fleisch auf jeden Fall und kommt aus Schleswig-Holstein. Also ich hatte vorher schon mal eine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner und zum CAD-Systemfachmann und hatte dann noch Fachabi gemacht und wollte dann eigentlich Architektur studieren, aber irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr auf Büro und Kram und Lernen vor allen Dingen. Und dann habe ich viel so Gastro-Jobs, also in Catering-Firmen gearbeitet. Da habe ich auch tatsächlich ganz gut Geld verdient, aber das war nicht so die Erfüllung letztendlich und hatte halt immer das Gefühl, dass ich nochmal irgendwas lernen möchte, was ich richtig kann und was mir Freude macht. Spaß macht mir natürlich Musik machen, so spielen in der Band. Wir sind hier ziemlich zentral eigentlich von St. Pauli, also wir sind praktisch 100 Meter direkt von der Reeperbahn weg, also zentraler geht es eigentlich kaum. Die Reeperbahn ist halt Partymeile Nummer 1, würde ich sagen, in Deutschland, was jetzt nicht unbedingt irgendwie positiv sein muss. Ich glaube für Leute, oder gerade für jüngere Leute, die irgendwie nicht aus Hamburg kommen oder aus dem Umfeld, so, für die ist das natürlich eine Mordsgaudi irgendwie hier. Die Möglichkeit zu haben, einfach mal freilaufen zu lassen. So. Und das Verruchte ist halt mittlerweile gar nicht mehr so da. Irgendwie, ne? Das ist halt schon mehr touristisch, wie gesagt, alles ausgelegt. Es gibt halt fast nur Fressbuden. So. Das ist aber irgendwie nicht mehr das, was es früher mal war oder irgendwie ausgemacht hat. Mein Laden anders macht es, glaube ich, dass irgendwie ich hier keine Touristen habe. Manchmal verlaufen sich welche her, aber das sind halt eher Gleichgesinnte. Mein Wunschdenken war, dass es hier eine große Familie ist und alle irgendwie privat was miteinander machen. Und, jeder hier gerne ist. Die meisten hier arbeiten, die verbringen tatsächlich auch ihre Freizeit hier. Und kommen hier essen und trinken hier ihr Bier, bevor sie woanders hingehen. Und man trifft sich hier einfach. Und das ist schön. Das zeichnet das, glaube ich, aus, dass alle gerne hier sind. Das strahlt nach außen und letztendlich sind dann die Leute, die hier essen kommen, halt auch gerne hier.